Kann jeden Augenblick da sein. Ah, da ist er ja schon. Fertig mit allem? Ist alles erledigt. Na, umso besser. Ich störe Sie beim Lesen, Inspektor? Wie? Nein, nein, nein. Natürlich, es fällt mir sehr schwer in diesem Augenblick. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie berücksichtigen, dass Miss Chadwick in diesem Augenblick sicher noch keine verbindlichen Aussagen machen kann. Ja, selbstverständlich. Wir versuchen auch nur zu einem allerersten Eindruck zu kommen. Ja, natürlich. Ich verstehe Sie vollkommen. Ich kann Ihnen nur sagen, was geschehen ist. Wir tun auch unsere Pflicht, Miss Chadwick. Sie verstehen, dass das eine sein muss. Wir werden es so kurz machen. Ja, ja. Es wäre nett, wenn Sie uns ein paar Anhaltspunkte geben könnten. Ich habe ganz tief geschlafen. Ich hatte eine Tablette genommen. Und die Alarmanlage war in Betrieb? Ja, ja. Der Schalter ist unmittelbar neben meinem Bett. Und wodurch wird sie ausgelöst? Sie ist an die Haustür angeschlossen, also ans Schloss. Das ist so, wenn Sie ganz normal aufschließen, wird sie abgeschaltet. Sagen Sie, sehen Sie irgendeinen Grund, warum Ihr Bruder über die Veranda gekommen ist? Er wusste doch, dass er die Alarmanlage auslöst. Kein. Er wird seinen Schlüssel verloren haben und dann ist er wohl am Haus vorbeigegangen bis zur Verandatür. Und dann wollte er dann rein. Um wie viel Uhr waren Sie denn zu Bett gegangen? So 9:30 etwa. Ich hatte mich den ganzen Tag nicht wohlgefühlt, deswegen so zeitig. Entschuldigen Sie, dann waren Sie überhaupt nicht außer Haus gestern? Sie waren also... Ja, ja, ich war hier. Sie waren also nicht weg? Nein, ich war hier, habe ich doch gerade gesagt. Danke. Als Sie das Haus betraten, war er schon tot, ja? Ja, er war tot. Ah ja, dann hat Miss Chadwick Sie also angerufen, gleich nachdem sie ihren Bruder erschossen hatte. Nein, nein, ich war unterwegs zu ihr. Ich war schon im Park, als ich die Schüsse hörte. Wie viele waren das? Drei. Drei. Und die Alarmanlage klingelte. So war's ja. Sie waren hierhin unterwegs, Mr. Hamilton. Warum? Ich arbeite in der Firma von Bryce. Wollte noch etwas regeln. Wo waren Sie vorher? Haben Sie ein Alibi? Ich war in Atlanta. Gegen 10 Uhr sind wir gelandet. Vom Flughafen aus bin ich mit einer Taxi nach Hause gefahren, mein Apartment. Der Portier kann das bezeugen. Und warum sind Sie von zu Hause gleich hierhin gefahren, Mr. Hamilton? Ah ja, das ist... Jetzt wird's kompliziert. Miss Chadwick und ich sind, sagen wir, miteinander befreundet. Und Bryce war dagegen. Und Sie wollten sich heute Abend Klarheit verschaffen, stimmt? Ja, das trifft die Sache ziemlich genau. Ach, ist das Ihre Zeitung hier? Nein. Das habe ich gerade draußen gefunden, unter einem Strauch. Danke. Entschuldigen Sie. Miss Chadwick, sind die von Ihrem Bruder? Ja, die hat er verloren. Waren schwer zu finden. In der Lampe über der Haustür ist die Birne kaputt. Gentlemen, ich denke, für heute reicht es wirklich. Wenn Sie einverstanden sind, dann sollten wir doch... Entschuldigen Sie, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Sie verstehen, ich muss da pedantisch sein. Gentlemen, ich bitte Sie. Lass, Peter, ich halte schon durch. Fragen Sie nur. Danke, also ich wiederhole noch einmal. Miss Chadwick, gegen 9:30 sind Sie schlafen ja gegangen. Mhm. Und Sie hatten eine Schlaftablette eingenommen, sagten Sie. Ganz recht. Mhm. Wollen Sie mir noch einmal sagen, was dann passiert ist? Ganz genau, bitte. Ja, es war schon nach 11. Und da hörte ich Glas splittern und die Alarmanlage, die schellte und weckte mich auf. Ein Einbrecher, dachten Sie? Ja, ein Einbrecher, was denn sonst? Es war finster und ich war im Schlaf. Und als das Fenster so klirrte und die Alarmanlage, ich konnte gar nicht richtig wach werden. Ich hatte ja die Tablette genommen. Ich bin furchtbar erschrocken und habe den Revolver geholt. In der Nachttischschublade liegt er immer und dann habe ich abgedrückt, richtig geschossen. Ich wusste gar nicht, was ich da tue. Ich war so durcheinander. Gentlemen, wir stehen Ihnen morgen wieder zur Verfügung. Ich muss Sie bitten, Miss Chadwick ein paar Stunden ruhen zu lassen. Natürlich. Also, meine Herren, Schluss für heute. Wir haben zu danken. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Herren. Komm, Beth. Endlich Feierabend. Nicht später wie sonst auch. Einen Augenblick noch. Haben Sie und Ihr Bruder das Haus allein bewohnt? Wie? Oh ja. Abgesehen von unserem Butler und dem Mädchen. Nach Vaters Todesmutter nach Palm Springs gezogen. Und wo ist der Butler? Charles? Offenbar nicht da heute Nacht. Nein. Muss schön sein, hier zu wohnen, wie? Naja, gute Nacht. Ich habe nur eine einzige Frage.